Ich darf Ihnen vielleicht einmal kurz erklären, wer wir eigentlich sind. Wir sind keine Radikalen, wir sind keine Anarchisten, wir sind keine Linken und wir sind natürlich auch keine Rechten. Wir sind keine wirklich Armen und wir sind keine wirklich Reichen. Wir sind die sogenannte Mittelschicht. Das heißt, wir sind all jene, die durch ihre Arbeit, die aber leider sehr, sehr selten unsere Berufung ist, und durch unseren Konsumwahn das System sehr, sehr lange am Leben erhalten haben und dabei aber gar nicht so glücklich sind. Machen wir sogar ein bisschen depressiv. Wir sind all jene, die nicht verstehen können, dass die 10 Gebote Gottes aus 279 Wörtern bestehen, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aus 300 Wörtern und die EU-Verordnung über den Import von Karamellbonbons aus 25.911 Wörtern bestehen muss. Ha, wir sind alle jene Systemtrotteln, die es schon langsam satt haben, im Hamsterrad zu laufen, und all jenen, die vom System fest profitieren, den Deppen zu machen. Wir sind fast ein bisschen wütend. Ganz einfach deswegen, weil wir angelogen werden, und das ständig, ja? Und keiner unserer Politiker den Mut hat und die Eier, endlich aufzustehen und die Wahrheit zu sagen. Dass uns nämlich das Wasser schon langsam bis zum Hals steht und alle Systeme in einem künstlichen Vakuum gehalten werden. Wir sind wütend, ziemlich wütend, weil diese Politmarionetten offenbar ihre Aufgabe vergessen haben, nämlich uns, der Gemeinschaft, zu dienen und nicht gemeinsam mit Banken und den Konzernen über das Volk zu herrschen. Und wir sind auch wütend, weil in der zweiten Reihe schon wieder die braunen Verführer warten und sich die Dummen greifen werden. Nur wir sind keine Dummen. Wir sind einfach nur wütend, weil es in diesem Land keine Pressefreiheit gibt, ja? Und wir von abhängigen Medien entweder mit geistigem Müll oder mit Falschinformationen zugeschissen werden. Wir sind wirklich wütend, weil unsere Kinder, die haben kein Bildungssystem, die haben ein Ausbildungssystem. Ja? Und dieses Ausbildungssystem wird sich in genau dieselben Hamsterräder hineintreiben, in denen wir schon atemlos den Herzkasperl entgegenhurteln. Wir sind wütend. Wir sind wütend, weil wir nicht am Ende unserer Tage dann an medizinischen Geräten angeschlossen, ja, vergiftet dahin vegetieren wollen, um der Pharmaindustrie und dem Bruttoinlandsprodukt zu dienen. Wir sind wütend, weil wir endlich aufwachen, weil wir bemerken, dass wir als Bioroboter gehalten wurden und den Maschinen dienen. In Wirklichkeit sind wir freie Individuen. Mit einem Geist, mit einer Seele. Und wir sind wirklich sehr, sehr wütend. Und wir sind mehr, als ihr glaubt. Und wir sind die, die nicht mehr unsere Stimmen in Urnen werfen werden. Wir werden sie behalten, damit wir schreien können. Wir sind wütend! Wir sind wütend! Wir sind wütend!